Hi Leute und willkommen zurück zu Riders of Icarus. So, nachdem wir im letzten Part sehr, sehr viele Nebenquests gemacht haben, geht's jetzt mit Nebenquests weiter. Ich bin hier zum Goldener Gipfel nochmal wieder zurückgekommen und hier waren noch, glaube ich, zwei, drei Nebenquests, die wir dann auch noch mitmachen werden. When will my ingredients get here? Schau. Ja, hier nicht, dann war das oben. Genau, hier hat hier noch mal was. This is important work we're doing. Real important. Thanks for the hand. A familiar's only as good as its writer. Und hier war noch was. Would you lend your ear to this old man? I wish you luck. Okay. Jemanden finden. Büffel erledigen. Und Feen totschlagen. Okay, nicht schlecht. Das Suchen ist da hinten. Die Feen sind hier. Und die Büffel sind da. Dann fliegen wir erst Richtung Norden auf der Map. So, hier runter. So, bitte drop jetzt immer. Sehr schön. Nächste Büffel.
Ich will es jetzt nicht verschreien, aber könnte das erste Mal sein, dass eine Quest instant jedes Mal den Quest-Loot droppt, seit ich mit dem Patch angefangen habe? Das wäre mal Hammer. Aha, da hat uns das Glück verlassen. Ich wollte schon sagen, so viel Luck kann ich gar nicht haben. Dass alles sofort droppt. Okay, dann wieder zurück. You look hungry. Okay. Das sind jetzt ihre wiederholbaren Quests. When will my ingredients get here? Nicht so besonders.
Also können wir jetzt oben bei ihm wiederholbare Quests machen. Bei ihr. Und hier haben wir die allgemeinen von dem Gebiet. So. Den finden und Feenflügel jetzt holen. Okay, dann machen wir die Feenflügel. Halt, stopp. Was? Achso, nee, das ist die Nebenquest, die direkt neben der Hauptquest weitergeht. Ich wollte ihm schon sagen, wenn wir was vergessen haben. Schottet ihr mich, wenn ich euch jetzt alle zusammen angreife? Ein bisschen Leben gekostet, aber nicht so viel. Können wir wiederholen, wenn wir welche finden. So. Ja. Danke. Okay, noch einmal ein Pull und dann sollten wir damit auch fertig sein. Ziel doch. Okay. Okay, perfekt. So, dann suchen wir jetzt den Schatzjäger Serimai. Ach, erstmal den Buff an und dann los. Ach, das ist doch bestimmt wieder so eine. Jetzt liegt da eine Leiche und
Wir bekommen wieder eine Quest von der Leiche und dann nochmal eine Quest und dann nochmal eine Quest. Kann das sein? Und der wird da oben liegen, oder? Ich glaube nicht, dass der mitten im Wasser liegt. Ist natürlich möglich. Ah, hier oben ist was. Oha. Hier ist eine Burg. Nein, hier ist auch eine Arena oder irgendwie sowas. Doch nicht tot. Schwein gehabt. Okay, das ist hier für die Küste unten. Jetzt noch schnell mit Macht. Das einmal sind diese Säulen, die ich schon mal gesehen habe. Ich nehme die schnell an und guck, wie lange das dauert. Don't worry, I can pay you. So. Erstmal. Okay, das war dann schon mal einfach. Ohne verloren Schatz 1, 2 und 3. Das war hier wohl eine Kill-Quest noch. Ich weiß nicht, soll ich die jetzt gleich noch mitmachen? Ich wollte eigentlich die
Story weitermachen. Okay, das sind auf jeden Fall nur diese Alibas und wieder diese Wüstenschildkröten, die wir schon mal gemacht haben im letzten Part. Ich glaube, da muss ich die nicht nochmal zeigen. Die kann ich dann ruhig auf Screen machen, die paar Dinge. Ich will jetzt erstmal in diese in das abgesperrte Gebiet. Von der Main Story rein. What? The treasure must be nearby. Ja, ja. Okay, wir müssen zurückporten. This is important work we're doing. Real important. Feenflügel. Okay, die ist auch wiederholbar. Okay, hier bekommt man dann... Wow. A familiar is only as good as its writer. Legendäres Bändigungszeichen. Gehen wir jetzt hier direkt vorne runter zur Main Story. Später. Klatsch. Ich weiß nicht, warum das vor diesen Dungeons immer eine Begrenzung gibt, warum man da nicht direkt vor kann. Tempelschütze, sammle Gehirne, böse Absicht und so. Sag ich doch, das ist alles da drin. Oder? Ja, ist alles da drin. Dann bringen wir es mal rein. Ich bräuchte eigentlich ein Pad mit Max Level 50 noch zum Kämpfen. Da muss ich mich noch mal umgucken. Buff an. Was haben wir hier noch? Konstitution haben wir noch. Stärke haben wir noch. Nochmal ein Stärke-Dingszeug. Wille. Nochmal Konstitution. Nochmal Konstitution. Stärke. Ich muss die irgendwie alle mal aufbrauchen. Nee. Warum habe ich denn so einen Trank mit? Hier ist noch ein Buff-Trank, den können wir auch noch nehmen. So. Sollte ausreichen. Links oder rechts, ist egal. Tag. Tschüss. Yeah.
Lusche. Große Lusche. Oh mein Gott. Muss ich das jetzt verstehen? Du, komm hier. Töte an Fledermäuse, um den Weg zu... Warte. Ach, kann ich hier drin... Nee. Lol. Okay, nee, sonst konnte man ja nicht... Sonst konnte man ja nicht fliegen. Und tschüss. Was bist du? Okay, suchen wir weiter. Jo, jetzt haben die meinen Skill abgebrochen, ey. So, da habt ihr die. Eine noch. Wo? Dahin, hier runter. Lass das doch, das gibt's doch nicht. Es verarscht mich. What the heck? Mich hier gehen.
Ja, okay, lass mich halt nicht rein, wenn ich nah rangehe. Ich muss doch da auch lang, noch für eine Quest. Jetzt blöd. Verarsch mich doch, Alter. Ich will doch hier erst die Quest noch zu Ende machen. Ich will doch jetzt nicht schon... Krasse Fight-Musik. Did Caprick send you? Aha. The primordial tongue is ours. So, Moment, erstmal ein bisschen heilen. Okay, die war nicht stark. Ich habe mich eben nur ein bisschen blöd angestellt. Was gibt's denn hier? Robuste Schulterplatten. Robuste Schulterrüstung. Okay. Aktiviere den Schalter. Den. Achso, okay. So gehen die Türen auf. Okay, dann würde ich sagen, wie wir durch die anderen Türen gehen und da auch noch ein paar Leute erledigen, sehen wir beim nächsten Mal. Ciao, Leute.